Ja, servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar geht es jetzt in den nächsten ein, zwei Videos mal hier um meine alte Dame, um meine Hercules MF3. Das Mofa, ja, ist Baujahr 1972, ist nicht mehr hundertprozentig original. Wie man sieht, der Tank beispielsweise ist nicht der originale, der hat, ja, oder den hat der Vorbesitzer so drauf gemacht. Dann die Farbe. Wurde auch irgendwann mal überpinselt, das Ganze. Ansonsten die Felgen sollten noch die originalen sein. Die Stoßfänger hier oder Stoßdämpfer wurden auch irgendwann mal getauscht. Da sind normalerweise so ohne diese, ohne dass man die Feder sieht, diese Dämpfer drauf, soweit ich mich entsinne. Aber ansonsten ist das Gerät quasi noch im originalen Zustand. Aber braucht natürlich jetzt mal ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit. Und da jetzt der Winter ansteht, möchte ich mich jetzt mal hier ein bisschen um dieses Geschoss kümmern. Wie ihr seht, der Klassiker hier beim Sachs 50-2 Motor, diese Kühlrippen sind auch rausgebrochen. Ja, ganz schwer da noch einen Deckel zu finden, der hier eben diese Kühlrippen noch dran hat. Also ich bin da gerade dabei, mir welche zu ersteigern, aber das werden wir mal sehen. Dann hat man hier diese beiden Verkleidungsteile, die sind auch sehr, sehr gefragt, wie ich im Internet gesehen habe. Dieses hier ist jetzt hier ein bisschen verbogen, hier kommt schon ein bisschen der Rost durch. Ich möchte die oder das Mofa jetzt auch nicht komplett nagelneu machen, darf ruhig ein bisschen diesen Retro-Look eben haben. Aber Ziel ist es jetzt über den Winter, die Maschine soweit wieder fertig zu machen. Sie fährt auch, sie springt an. Und ja, ich habe mir jetzt ein paar Sachen im Internet bestellt, die ich hier eben dann mal verbauen möchte. Und zwar habe ich einmal hier für die Schaltung so einen Reparatur-Kit bestellt, den gab es da eben, wo dann auch nochmal alle Schrauben dabei sind und wie man hier sieht, ist das alles ja auch ein bisschen locker. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf der Kamera funktioniert. Ja, und zwar der Hebel hier, wie ihr seht, dreht sich mit. Hier unten das der Kupplungsgriff quasi ist auch hier locker, hier fehlt eine Schraube. Dann habe ich mir natürlich neue Reifen bestellt. Die sind nämlich auch, ja, sieht man es hier, hier sieht man schön, ja, etwas rissig. Mit den Jahren geworden. Also die werden auf jeden Fall auch ausgetauscht, die sind auch schon da. Was habe ich mir noch alles bestellt? Dann habe ich mir nochmal einen neuen Vergaser dafür bestellt. Die kosten nicht die Welt und ich habe mir eben gedacht, falls der Vergaser irgendwie nicht mehr reparier- oder reparabel ist, dann kann ich zumindest ein paar Teile davon austauschen oder ich baue komplett diesen neuen China-Vergaser quasi ein. Ist ein China-Nachbau und 1:1 im Endeffekt, ja, der gleiche Vergaser, nur halt eben als Nachbau. Dann habe ich noch bestellt für hinten nochmal ein neues Ritzel und ein Kettensatz, wie man so schön sagt. Also neues Ritzel, neue Kette. Und was habe ich noch alles bestellt? Dann wird auf jeden Fall hier der Auspuff mal entweder aufgearbeitet oder ich werde mir da auch nochmal einen neuen holen. Also der hat auch schon, ja, einiges erlebt, wie man schön sieht. Ich glaube auch, dass der keine, ja, diese Flöte mehr drin hat, diesen Schalldämpfer drin hat. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann habe ich mir genau neues Öl für den Motor hier eben auch bestellt. Das wird auf jeden Fall auch mal getauscht. Einen neuen Benzinfilter habe ich mir bestellt. Die Benzinschläuche möchte ich austauschen. Zündkerze kommt eine neue rein. Also so diese klassischen Sachen. Dann hier oben der Benziner, der wurde schon mal mit so einer Dichtmasse anscheinend abgedichtet. Ist auch nicht von mir gewesen. Aber auch da werde ich mal schauen, ob ich da eventuell einen neuen reinmache. Und natürlich auch teilweise die Bodenzüge. Also was man hier alles hat, die sieht man, die sind hier auch schon ein bisschen in Mitleidenschaft hier geraten. Einfach nicht mehr so schön. Und ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwann hier auch mal abreißen oder den Geist aufgeben. Und das sollte natürlich nicht sein. Dann habe ich mir noch bestellt eine neue Tachowelle. Ich hoffe mal, dass der Tacho noch funktioniert. Beziehungsweise hier unten diese Tachoschnecke. Da genau ist sie. Ja, ansonsten werde ich das Mofa jetzt mal die Betriebsstoffe ablassen, zumindest den Sprit. Und weil es im Winter jetzt noch ein bisschen kalt ist, werde ich mich nämlich in den Keller verziehen und dort ein bisschen schrauben. Und damit da nichts ausläuft, werde ich jetzt erstmal den Sprit ablassen, dann das Motorenöl eben ablassen. Und dann im nächsten Schritt werde ich die Felgen demontieren und die neuen Reifen aufziehen. Die neuen Reifen habe ich, wie gesagt, ja auch schon da, die zeige ich euch gleich noch. Und sobald das erledigt ist, werde ich mich dann um die weiteren Sachen kümmern.
Reifen habe ich mir übrigens so Enduro-Reifen bestellt. Mit der Hoffnung, dass man auch mal im Winter ein bisschen Spaß haben kann damit. Aber ob die auch passen und ob die sich gut fahren lassen, wird sich zeigen. Die hier haben eigentlich noch recht gutes Profil, aber sind halt ringsherum rissig. Die Felgen werde ich hier auch noch mal ein bisschen aufbereiten. Die sind nämlich auch eigentlich noch im guten Zustand, aber halt überall hier so Flugrost und einfach nicht mehr schön. Ja, und ansonsten schauen wir einfach mal, was mir noch beim Zerlegen alles so auffällt, was man austauschen sollte. Wenn euch das alles interessiert, dann abonniert gerne den Kanal und bleibt dran und wir legen jetzt einfach mal los. Zuerst nehme ich jetzt mal hier die Verkleidungsteile ab. Die sind hier einfach nur angeschraubt. Und zwar einmal hier oben. Ja, mit einer Hand ist es gar nicht so leicht. Und einmal noch hier unten und dann kann man die schon auf beiden Seiten abnehmen. So, aktueller Zwischenstand. Hier sieht man jetzt auch mal, der Tank ist ab. Die Original- oder die Vorgängerfarbe war zumindest blau. Ich glaube, original gab es das Mofa nur in so einem Beige-Farbton. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Dann habe ich, wie gesagt, jetzt hier die Verkleidungsteile alles mal abgemacht. Habe jetzt hier auch schon mal den Revisionsdeckel hier geöffnet mit den beiden Schrauben. Also Öl war zumindest genug drin. Ich lasse das alte Öl aber natürlich ab und wir werden einmal Neues einfüllen. Jetzt werde ich hier noch den Krümmer entfernen. Hier mit dieser Krümmersicherungsschraube, die macht man ab, dann kann man den abziehen und den Auspuff. Und dann werde ich das Öl noch ablassen und dann geht es ab in den Keller. So, die Reifen sind jetzt mal abgezogen. Da liegen die guten Stücke. So, und jetzt zeige ich euch mal das Profil bzw. den Unterschied zwischen den Reifen, die drauf waren, die natürlich jetzt auch schon abgefahren sind, und den neuen Reifen. Also ich denke, man sieht ganz gut, dass die ganz schöne grobe Stollen haben. Bin gespannt, wie die sich eben fahren werden. Aber da wir hier sehr viele Feldwege haben, habe ich mir eben gedacht, probiere ich mal ein bisschen grob stollige Reifen aus. Und zwar sind das diese hier von D-Stone. Keine Ahnung, ob das eine gute Marke ist. Ich habe die halt so im Internet gefunden. Und alle weiteren Angaben seht ihr hier schön. Also falls die jemand haben möchte, die habe ich bei Puchshop bestellt. Verlinke ich euch unten nochmal in der Videobeschreibung. Ist natürlich alles selbst bezahlt, nicht gesponsert. Und natürlich habe ich auch gleich, oder werde ich jetzt auch gleich noch neue Schläuche mit einziehen. Die waren hier bei Puchshop im Set dabei. Und ein neues Ritzel habe ich mir für hinten auch eben mit bestellt. Da muss ich jetzt aber mal gucken, wie ich das alte Ritzel abbekomme und werde jetzt auch testweise für den Anfang mal das noch drauf lassen. Aber zukünftig möchte ich das schon gerne austauschen. Ist jetzt ein Ritzel mit einem Zahn weniger, sollte somit ein bisschen weniger Anzug haben, das Mofa, aber auch ein bisschen höhere Endgeschwindigkeit. Aber ob das so ist, werdet ihr sehen. Ja, mit Hilfe eines großen Schlitzschraubendrehers und hier so einer Flexscheiben-Schlüsselstange oder Eisen habe ich jetzt quasi den Reifen einmal schön auf die Felge montiert. Laufrichtung hat dieser Reifen jetzt keine, zumindest habe ich keine gefunden. Und somit ist es egal, wie rum ihr den Reifen hier montiert. Aber jetzt lassen wir mal noch Luft drauf, schauen mal, ob der Schlauch hier drinnen auch schön sich ausdehnt oder ob ich vielleicht auch beim Aufziehen irgendwas kaputt gemacht habe. Glaube ich aber nicht, hat zumindest jetzt nicht den Anschein gemacht. Und dann wäre das Thema Reifen jetzt auch erstmal erledigt und wir gehen weiter zum nächsten Punkt. So, und der Hercules habe ich jetzt auch noch, nachdem das hier der alte Auspuff war, der hier hinten schon komplett offen leergeräumt ist und auch nicht mehr richtig sauber wird. Man sieht ja hier, wie der Zustand ist. Ja, habe ich der Hercules einmal hier einen neuen Auspuff in Chrom spendiert. Hier alles original, nur dieses kleine Auspuffloch quasi hinten. Und das Ding kostet auch nicht die Welt. Also bei eBay oder sonst wo findet ihr die. Ich denke mal, das sind eben Nachbauten. Ob die jetzt Straßen zugelassen sind, kann ich nicht sagen. Aber ich werde den jetzt ja einfach mal verbauen. Dann habe ich leider noch den originalen Krümmer, da habe ich jetzt noch keinen bestellt. Der wird jetzt optisch natürlich erstmal noch nicht so mit dem neuen Auspuff harmonieren. Trotzdem werde ich den zum Testen jetzt erstmal verbauen und da werde ich jetzt auch zeitnah vermutlich nochmal einen neuen bestellen. Die gibt es ja auch relativ günstig im Internet. Dann haben wir hier einmal einen neuen Gaszug, der ist schon ab Werk passend. Also ich hoffe zumindest, so war es in der Beschreibung, da muss ich den nicht selber einkürzen. Und dann haben wir hier noch eine neue
Dichtung für den Ansaugstutzen bzw. zwischen Ansaugstutzen und Vergaser. Die werden wir auch noch verbauen und vielleicht können wir heute das Mofa schon einmal zum Testen starten. Das werden wir aber gleich in dem Video sehen. Ich denke mal, die meisten von euch, die auch diesen Sachs 50-2 Motor haben oder allgemein die Sachs Motoren haben, kennen das Problem. Und zwar ist dieser Gebläsedeckel an der Seite. Meistens sind hier eben diese Rippen rausgebrochen. Ich habe keine Ahnung, warum das bei fast allen immer wieder der Fall ist. Bei manchen hängen hier noch ein, zwei Stück drinnen. Bei meiner war es jetzt so, dass ich, wie ich sie gekauft habe, eben gar keine Rippen mehr drin waren. Vielleicht hat man das früher vielleicht für die bessere Kühlleistung gemacht. Ich habe keine Ahnung. Aber nicht wundern, hier fängt gerade meine Standheizung in der Garage an zu arbeiten. Ich habe mir jetzt hier bei eBay für 45 Euro hier so einen Nachbaudeckel eben gekauft, der hier wunderbar hundertprozentig passt. Und ihr habt den Vorteil, dass ihr quasi wieder einen von außen zumindest ordentlich aussehenden Motor habt. Einziger Nachteil ist jetzt natürlich, der Rest vom Motor ist jetzt etwas abgenutzt und der Deckel natürlich nagelneu. Man sieht es ein bisschen, aber ganz ehrlich, mit der Zeit werden da eh einige Schrammen wahrscheinlich wieder reinkommen. Und dann stört das auch überhaupt nicht, dass der Deckel eben jetzt aktuell noch komplett neu ist. Das habe ich jetzt zumindest alles mal wieder montiert. Der Deckel ist soweit drauf. Dann habe ich jetzt komplett hier den Vergaser mal sauber gemacht, habe den Schwimmer wieder gängig gemacht. Ich hatte das Problem, dass beim Öffnen des Benzinhahns immer jede Menge Benzin eben aus allen Löchern rausgelaufen ist. Und ja, den habe ich jetzt komplett sauber gemacht, der funktioniert jetzt auch wieder, ist jetzt auch dicht. Was habe ich noch alles gemacht? Ich habe einen neuen Gaszug in den Vergaser auch eingebaut, beziehungsweise halt einen neuen Gaszug eingebaut allgemein. Dann habe ich noch diesen wunderschönen alten Auspuff hier endlich mal ersetzt und habe mir einen neuen Auspuff eben aus Chrom oder in Chromfarben bestellt und den auch gleich montiert. Dann habe ich natürlich einmal hier diesen Revisionsdeckel abgenommen mit den beiden Schrauben. Dann einmal das komplette Motoröl rausgelassen, den Motor vorher mal kurz warm laufen lassen, damit auch wirklich alles rauskommt. Und habe auf Empfehlung im Internet dieses Getriebeöl eben bestellt und eingefüllt. Da streiten sich ja die Geister, wer oder welches Öl das richtige oder der bessere ist. Ich habe jetzt mal das hier reingefüllt und zwar einfach hier in den Deckel. Man kann das Öl hier schön ausziehen mit so einem, mit so einem Röhrchen quasi und dann einfach bis unterkante Deckel, bis wirklich alles gut gefüllt ist, dann den Deckel wieder drauf, neue Dichtung reinmachen, festschrauben, fertig. Dann ja, so Kleinigkeiten wie hier beispielsweise einen neuen Benzinfilter dran gemacht, neuen Benzinschlauch. Dann habe ich noch ein kleines Problem und zwar muss ich hier noch diese für die Rücktrittsbremse dieses Gestänge hier ordentlich festmachen, dass das mir nicht immer rausfliegt. Ich hatte nämlich vorhin bei der ersten Probefahrt das Problem, dass eben das Gestänge beim Rückwärtsbremsen rausgeflogen ist. So, und die Herkules Tankaufkleber stelle ich mir jetzt mit dem Plotter einfach selber her. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und zwar, wenn man im Internet schaut, wird einem angezeigt, dass die Schriftart von Herkules zumindest am nächsten kommt Ariel oder Ariel Black. Die kommt eben dieser Original Hercules Schrift am nächsten. Ja, und die Aufkleber mache ich mir jetzt dann mit dem Plotter einmal und dann werden die auf den Tank geklebt. Natürlich nur zwei. So, und die Aufkleber sind jetzt hier fertig. Einmal für die rechte, einmal für die linke Tankseite. Und wie ihr seht, das hier sind die alten. Die sind mittlerweile schon ziemlich ramponiert und mitgenommen. Und um diese jetzt zu entfernen, nehme ich hier einfach so einen ganz normalen Haushaltsföhn und mache den Tank bzw. den Aufkleber hier schön warm. Dann sollte sich der Kleber eigentlich auch wieder ein bisschen verflüssigen. Und dann kann man das Ganze relativ schön abziehen. Und die Überstände, die ich hier noch habe,
die oder die Restklebestände, die hier noch sind, die mache ich dann einfach mit Verdünnung und einem Lappen weg, so dass der Tank schön sauber ist. Was ich jetzt noch machen werde, ist dann hier noch die Verkleidungsteile auch wieder montieren, wenn jetzt auch die nächsten Probefahrten eben alle soweit positiv sind. Und dann können wir zusammen die Höllenmaschine quasi einmal starten. Ich würde aber jetzt sagen, mit dem Video ist jetzt erstmal hier Schluss, beziehungsweise das seht ihr dann im nächsten Video eben. Und ja, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und kommentiert fleißig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.